Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening hier auf diesem Kanal. Ja, warum es überhaupt ein Mega-Opening gibt und was es darin zu sehen geben wird, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, wir finden uns mal wieder zusammen zu einem weiteren Mega-Opening, das eigentlich kein Mega-Opening sein sollte. Was ist passiert? Es hat sich einiges angehäuft, das eigentlich für die Neuzugänge wäre. Das, was hier liegt, hätte eigentlich alles in den Neuzugängen verarbeitet werden sollen, aber es kommt immer mehr und mehr und mehr. Und da ich gerade dabei bin, für Random Brain das Gastvideo zu produzieren, komme ich einfach nicht hinterher. Jetzt sind schon wieder ein Playset Secrets aus Gladiators Assault unterwegs. Es sind schon wieder 5 Collectors Rares unterwegs und so weiter, und es kommt immer mehr und mehr und ich kann das hier irgendwie nicht abarbeiten. Das bedeutet, ich habe mich jetzt sozusagen zu einem Escape Plan entschieden, ja, und zwar alles zusammenzufassen und in einem Mega Opening zu verarbeiten. Dann ist das weg, ich kann das verstauen und fange quasi bei Null wieder an, auch wenn das Ganze jetzt dem Konzept des Mega Openings nicht wirklich entspricht, da die Karten ja explizit rangekauft wurden. Wie auch immer, ich würde sagen, wir legen los. So, meine Freunde, unsere erste Karte ist auch die einzige OCG-Karte, die es hier zu sehen geben wird. Und das ist der fünfköpfige Drache im alternativen Artwork in 20th Anniversary Secret Rare vom lieben Eike. Ja, das ist eine mega schöne Karte. Ihr seht, 20th Anniversary Secret kommt vielleicht auch zu uns, wenn bei uns das 20-Jährige ansteht. Hat hier wie der 1000-Drache auch so ein Emblem im Effektkasten, nur dass es halt hier nicht 10.000 ist, sondern halt das 20th Anniversary Symbol. Die Schrift ist rot, wie bei einer Collector's Rare, und wir haben hier so einen Starlight Rare ähnlichen Effekt, nur noch eine Runde heller tatsächlich. Sehr schön an der Stelle. Die war tatsächlich vor einer Weile noch recht günstig zu haben. Mittlerweile kostet sie aber auch so um die 60 Euro. Also das Exemplar, das ich vor dieser hier gekauft habe, hat mich nur ein 20 gekostet. Jetzt hat sich der Wert natürlich verdreifacht. Hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass es sich hierbei um eine Fan-Favorite-Karte handelt und dass diese Rarität natürlich auch nicht mehr gedruckt wird. Ich glaube, 1 oder 2 Jahre wurde diese Rarität jetzt im OCG in Hauptsets und diversen Nebensets und als teilweise Promokarten gedruckt, und jetzt ist halt vorbei, und dementsprechend steigt halt hier der Ghost Rare-Wert bei uns damals halt auch. Der Wert dieser 20th Anniversary Secret Rares. Die stellen wir uns auch mal hier ganz elegant hin, und von der 20th Anniversary Secret kommen wir jetzt auch zum deutschen Ableger des Ganzen, nämlich zur Starlight Rare. Wenn der Verkäufer die Karte sieht, dann wird er auch wissen, wie lange teilweise das Zeug hier schon rumliegt. Ich habe die Karte, glaube ich, auch schon seit 3 Monaten oder so, und sie wurden noch keiner Folge verarbeitet. Das hier ist losgekettete Zwillinge Aruha. Das war tatsächlich, bevor der Gaia Magische Ritter kam, war das eine meiner Lieblings-Starlights. Ich finde die Losgeketteten tatsächlich richtig, richtig geil designt. Auch diese Nebenmonster, diese menschenähnlichen Monster, also nicht diese Drachen oder diese Hunde oder was auch immer das sein soll, sondern halt die hier. Mega cool. Ich glaube, aktueller Wert so 230 Euro das Stück. Natürlich auch in einem hervorragenden Zustand, und bin froh, die auch mal hier zu haben. Also ich habe ja bisher bloß 2 Stück von der. Das ist jetzt die dritte sozusagen. Sehr cool an der Stelle. Und ja, wie bereits gesagt, also es kommt momentan auch noch eine Menge Stuff, der jetzt dann die Woche ankommen sollte. Und da wird dann auch wieder eine Folge Neuzugänge draus gedreht. Es tut mir auch leid, dass zurzeit einfach so wenig Videos kommen, aber ich bin halt momentan ziemlich eingespannt durch das Gastvideo von Random Brain. Hier haben wir jetzt auch etwas, das richtig heftig ist, und zwar Nummer 32 Earthheart Drache, Deutsch, First Edition und einfach, ja, Mint, wenn man so möchte. So wie eine Ghost Rare halt sein muss. Ihr seht, absolut clean. Die Karte hat gar nichts, also das ist einfach unglaublich cool. Ich glaube, die Karte geht so um die 105, 104 Euro in etwa, müsste die sein. Also sehr cool auf jeden Fall. Ich meine, als Master Rule 5 angekündigt wurde, ist die Karte richtig durch die Decke gegangen. Selbst der Super Rare Print aus dem Adventskalender 2014 muss es, glaube ich, gewesen sein. Selbst dieser Print ist zweistellig geworden vom Eurobetrag her. Also ich glaube, 10 Euro war die, 10, 20, irgendwie sowas. Die Alti und die Ghost Rare natürlich ohnehin durch die Decke gegangen. Davor war das eine 40-Euro-Karte oder so. Auf jeden Fall auch mega nice, die endlich mal wieder hier zu haben. Ich glaube, jetzt habe ich wieder ein Playset zusammen, das nicht in Magnethaltern ist. Da kann ich mir jetzt wieder so einen schönen, hier diese Dreifach-Magnethalter kaufen. Es ist übrigens angekündigt worden bei Fantasy Welt, dass die jetzt auch so Vierfach-Magnethalter ab März nächsten Jahres verfügbar haben werden. Da werde ich mir definitiv auch was ranholen. Dann haben wir hier Neo Galaxia und Photondrache. Der ist leider Gottes nicht First, aber trotzdem ziemlich teuer. Ich glaube, der lag Unlimited auch irgendwo bei zwischen 70 und 80 irgendwo. Kann das sein? Auf jeden Fall, ihr seht hier auch ultra clean, Leute.
so muss das Bild aussehen, so muss eine Ghostware aussehen. Ghostwares zerkratzen ja unglaublich leicht, ne? Was ja jetzt wirklich nicht so prickelnd ist, würde ich mal sagen. Die guckst du einmal schief an, zack, haben sie eine Schramme. Und trotzdem werden sie halt noch als Nirmen verkauft, auch wenn das in meinen Augen dann kein Nirmen mehr ist. Dann haben wir einen finsteren Rebellions-Exis-Drachen. Die Karte kam jetzt tatsächlich irgendwie letzte Woche rein. Die wird allerdings in meine Privatsammlung wandern und ich zeige euch auch warum. Die Karte ist an und für sich sehr, sehr schön clean, wie ihr sehen könnt. Aber die hat hier oben, ich weiß nicht, ob man es einfängt, hat die hier Mini-Silverring, seht ihr das? Und das geht überhaupt nicht. Also für die offizielle House of Cards-Sammlung ist die leider nicht mehr zu gebrauchen, aber weil sie halt wirklich so schön ansonsten ist, kommt sie auf jeden Fall in meine private Nebensammlung, die mit der Ausstellung nichts zu tun hat. Sehr schön auf jeden Fall. Ich glaube, wert auch so 70, 60 Euro, irgendwie sowas. Auch unlimited. Sehr cool auf jeden Fall. Die war bis vor einem halben Jahr oder so tatsächlich noch Mangelware bei mir als Ghostware. Ja, hatte ich recht wenige davon. So, dann kommen wir hier zu einem absoluten Schmuckstück, das auch ja, fast schon PSA-würdig wäre. Das ist Elemental Chaos Neos aus Gladiators Assault. Zwar nicht First Edition, aber halt wirklich absolut Mint. Ja, mega, mega cool. Keinerlei Beschädigung, gar nichts. Also ist auch richtig, richtig heftig. Ich hatte vor kurzem mal eine, die habe ich tatsächlich in keiner Folge gezeigt. Die hatte hinten eine kleine Kerbe drauf. Die habe ich dann doch lieber weiterverkauft. Habe mir dafür jetzt halt den hier reingeholt. Auch ein Unlimited-Exemplar. Aber halt wunderschön. Das ist natürlich ein absoluter Kult, das Teil. Einer von, ich glaube, drei Fusionsmonstern, die es nur als Ghostwear gibt. Wir haben ja noch den Regenbogen-Neos und eben den Draco Equitana Drachenritter. Ansonsten gibt es ja keine Fusionsmonsterkarten als Ghostwear. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Jetzt packen wir das hier mal zur Seite und legen die Karten mal so hin. Und wo wir gerade von Draco Equitana Drachenritter gesprochen haben, hier haben wir einen. Ja, auch wunderschön. Englisch, auch Unlimited. Ein wunderschönes Artwork. Ich kann ihn tatsächlich in Secret Rare nicht mehr sehen. Wegen der Promo. Ich habe hier, glaube ich, immer noch, lasst mich lügen, 20 verschlossene Promo-Packs von denen und locker 40, 50 schon geöffnete Dracos. Also, das ist halt schon ganz schön heftig. Aber so ein Alti oder Ghost ist der halt wirklich noch gut mit anzusehen. Auch ein Ultra gefällt mir sehr gut. Aber Alti und Ghost natürlich wesentlich, wesentlich besser, sage ich jetzt mal. Sehr schön. Das führt uns zu einer weiteren Ghostware, die ist auch schon uralt, der liebe David wird sie noch kennen, denn von dem habe ich die. David ist eigentlich mein OCG-Händler, aber ab und zu hat auch was TCG-mäßiges rumliegen und die war PSA 9 gegradet, glaube ich. Ja, die ist auch komplett clean. Und ja, wie das mit PSA-Karten so ist, ihr kennt das ja, ich breche die Teile auf, ne, weil ich PSA nicht mag und es halt nicht so sammle. Dazu kommt natürlich auch, dass wenn ich etwas sammle, dann muss es immer recht einheitlich gemacht sein. Das heißt, wenn, dann müssten alle Karten, die ich habe, PSA sein und das ist halt schlichtweg nicht möglich. Zumal ich auch nicht alles dahin schicken wollen würde, aus dem Grund, dass die Karten halt nicht mehr hier wären. Ich habe eine wahnsinnige Abneigung davor, Karten wegzuschicken, die mir gehören. Auch wenn man sagt, ja, die werden dann gegradet und kommen wieder zurück, habe ich einfach eine wahnsinnige Abneigung gegeben, weil da kann ja alles Mögliche passieren, auf dem Postweg beschädigt oder verloren gehen und so weiter. Und das wollen wir doch nicht. Und mal abgesehen davon ist PSA für mich ja sowieso ein absolut rotes Tuch. Ich glaube, der Erzunterwäldler geht so 85 Euro mittlerweile, wobei ich sagen muss, dass man die Ghostware recht oft sieht. War übrigens die letzte Ghostware, die vor Breakers of Shadow auf den Markt kam. Dann wurden ja Oldies und Ghosts abgeschafft und das führt uns zu einem Unlimited Gerümpel Berserker, der übrigens auch recht teuer geworden ist mittlerweile. Also der habe ich jetzt im Kopf kostet Unlimited 20 Euro, 25, keine Ahnung. Also der kostete vor einer Weile noch 15 Unlimited und First Edition 30, also nicht viel. Noch eine der bezahlbareren Ghosts aus Extreme Victory. Man muss auch sagen, von Extreme Victory findet man noch extrem viele auch First Edition Sealed Packs auf dem Markt. Also entweder wurde da extrem viel produziert und nur wenig abgenommen oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall die Packs und dementsprechend natürlich auch die Ghostware zu finden, ist tatsächlich gar nicht so schwierig. Also das ist noch eine der etwas bezahlbareren Ghosts. Ist natürlich eine coole Ghostware und ich kenne sogar ein paar Leute, dessen Lieblings-Ghostware, das ist meines jetzt nicht. Aber ich finde sie trotzdem mega cool. Gerümpel Berserker ist halt einfach eine schöne Karte. So. Auch mal was richtig High Rares für die ja, für das Gerümpel-Thema. Sehr cool auf jeden Fall an der Stelle. Mega, mega schön. Also. Einfach wunderschön. Also eine Ghostwear ist eigentlich immer schön, egal um welche Karte es sich handelt. Eine Karte, die auch ziemlich krass gestiegen ist, ist Möbius, der Megamonarch. Ich habe in meiner WhatsApp-Gruppe auch schon munkeln hören, dass der wahrscheinlich demnächst noch ein bisschen mehr steigen sollte. Also das war eine Weile lang eine 30-Euro-Karte in First. Jetzt ist sie, glaube ich, irgendwas bei 40. Also nochmal um den 10er gestiegen. Witzigerweise, als ich mein erstes Exemplar gekauft habe, ging das erste davon 3 Euro, Leute. 3
Ja, ich habe mich damals so eingedeckt mit dieser Ghost Rare. Und das, ohne Witz, die ging 3 Euro eine Weile auf Market. Nicht lang, aber eine Weile. Und die Leute haben sie dann auch für den Preis verkauft. Das habe ich deshalb noch so gut im Kopf, weil ich damals eine Diskussion hatte. Jemand wollte mir eine Karte abkaufen. Und auf Market ging die auch irgendwie 5 oder 6 Euro. Mir persönlich war das einfach zu wenig so. Ich habe zwar akzeptiert, dass das der Marktwert ist, aber ich wollte sie halt nicht für diesen Wert verkaufen so. Ja. Und dann hat er gesagt, doch, die ist halt aber das wert. Und gleichzeitig hatte er mir aber ein paar Ghosts angeboten. Da habe ich gesagt, gut, dann nehme ich dir den Grümpel-Berserker ab. Da wollte er, glaube ich, 20 Euro dafür haben. Da habe ich gesagt, ne, guck doch mal auf Market. Wie viel geht denn die? Und dann kam bloß so 3 Euro. Punkt, Punkt, Punkt. Nicht so, na, willst du sie mir für 3 Euro verkaufen? Nein! Ja, deswegen aufgrund dieser Begebenheit, weil er dann sich auch geweigert hat, den Marktwert zu akzeptieren, aber vorher an mir rumgenörgelt hat, ist mir diese Geschichte und der Wert dieser Karte damals so gut im Kopf geblieben. Also sehr cool auf jeden Fall, Möbius, der Megamonarch in Ghost Rare. Also ihr seht, das ist mal wieder der absolute Ghost Rare Himmel. Wir kommen jetzt, glaube ich, zu den letzten Ghosts. Genau, wir haben ja nämlich noch zweimal den Herold der Vollkommenheit aus GLD5. Die geht ja 15 Euro oder so, das ist recht bezahlbar. Das ist auch eher so eine Ghost Rare, die halt keiner sehen möchte, diese ganzen GLD. Die 5 Ghosts sind ja nicht so gern gesehen, außer halt der Blue Eyes, aber ansonsten meidet man diese Karten dann doch eher, weil die meisten wohl finden, dass dieses Gold und das Ghost nicht zusammenpassen. Ich finde, das ist eine schöne Hybrid-Rarität, also sie sieht schon ganz gut aus, vor allem beim Herald sieht sie aufgrund der Tatsache, dass es halt ein Ritualmonster ist, extrem gut aus. So, dann haben wir hier noch 2 Collectors Rares am Start. Aus Toon Chaos tatsächlich, dann haben wir hier zum einen den Chaos-Schöpfer. First Edition, der müsste jetzt um die 60 Euro oder so gehen. Da ist auch schon ein weiterer auf dem Weg zu mir. Aber ich weiß nicht, war der auch First? Nee, ich glaube nicht, der war Unlimited, der wohl jetzt auf dem Weg zu mir ist. Ne? Was haltet ihr eigentlich von dieser ganzen Reprint-Mentalität? Also ich weiß ja nicht. Ah ja, was den Wert dieser, in Anführungszeichen, Sammlung oder sagen wir mal eher diesen Riesenhaufen Neuzugänge angeht, das liegen wir bei etwa 3.200 Euro. Das habe ich gestern Nacht noch um 2 Uhr morgens durchgerechnet. Ich bin einfach gut. Chaos Daedalus, die bekomme ich auch direkt nochmal zugesendet diese Woche, auch in First Edition. Ist auch eine 30 Euro Collectors Rare, also dementsprechend jetzt nicht so die beliebte. Ja, die teuersten, was sind jetzt eigentlich die teuersten aus Toon Chaos? Ich glaube, das müsste Stardust, BLS und Chaos Emperor Dragon sein. Das sind so die teuersten, glaube ich. Ich glaube vor allen Dingen der BLS ist am teuersten, der geht irgendwas mit 250 Euro oder so. Und der Stardust 170, glaube ich. In etwa und der Chaos Imperator Drache auch. Auf jeden Fall sehr cool. Ich mag tatsächlich auch unsere Collectors Rares mehr als die japanischen, weil unsere auch bei weichem Licht etwas schillern. Die japanischen, da siehst du ja gar nichts. Also wenn dann kein hartes Licht drauf fällt, dann siehst du bei den japanischen einfach nichts. Dafür sind die japanischen allerdings etwas besser gestanzt, muss man ganz ehrlich sagen. Die Oberfläche ist bei den japanischen etwas schöner. Sind aber auch anfälliger für Silvering tatsächlich. So, jetzt kommen wir zu ein paar Champion-Pack und Tournament-Pack-Karten. Da haben wir hier zweimal an der Zahl den flinken Momonga. Ich glaube, die habe ich vom lieben Lukas damals bekommen. Der hatte 3 Stück. Der dritte war allerdings nicht zu gebrauchen. Der hatte nämlich Silvering. So, legen wir mal einen hier schön zur Seite und gucken uns den hier an. Also ihr seht, auch absolut clean. Wie alles in meiner Sammlung. Natürlich alles Niemand bis Mint. Ich weiß gerade gar nicht, was die wert ist. 15, 20 Euro vielleicht, irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall im zweistelligen Bereich, das weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht im hohen zweistelligen Bereich, sondern noch eher im niedrigen zweistelligen Bereich, würde ich mal behaupten. Sehr coole Karte auf jeden Fall. Das müssen wir uns bloß noch überlegen, wo wir die denn hinlegen. So, Nimble Momonga leistet dem Gaia da drüben Gesellschaft, der das Cover des Rise of the Duelist Displays schmückt. Sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, der bei dem Werbespruch Gaia reitet wieder falsch gedacht hat? Naja, wie auch immer. Jedenfalls machen wir es weiter mit dem leuchtenden Soldaten aus dem Tournament Pack 7. Das war tatsächlich ein Reprint innerhalb dieser Reihe, denn der Original Print kommt ja aus dem Tournament Pack 5. Da haben wir übrigens ein komplettes Display aufgemacht und vielleicht, nur vielleicht, haben wir sogar den leuchtenden Soldaten in Ultra Rare gezogen. Lohnt sich vielleicht der Blick. Ich verlinke das möglicherweise, wenn ich dran denke, in der Videobeschreibung. Ansonsten guckt doch einfach bei den Openings in der Playlist irgendwo ganz am Anfang. Also so eins der ersten Openings, die ich gemacht habe. So, sehr schön auf jeden Fall. Der leuchtende Soldat in Super Rare geht jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die Welt. Aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte. Die Ultra Rare geht, glaube ich, mittlerweile ein bisschen mehr. Dann aus dem Tournament Pack 1 haben wir den Axe Raider, der hier oben irgendwie Dreck hat. So, aber ihr seht auch die Karte ultra clean. Ja, sehr cool. So muss das sein. X-Raider kennen wir ja sonst, glaube ich, als Kamen aus, keine Ahnung was, der Legendary Collection. Also es gibt noch so ein Low-Bobby-Print von dem. Jetzt ist da oben schon wieder Staub drin, meine Güte. So, haben wir es jetzt dann.
Gut. So, auf jeden Fall eine sehr coole Karte. Tournament Pack 1. Was war denn da nochmal die Ultra Rare? Ah ja, genau, der mechanische Jäger. Richtig. Das Format Yu-Gi-Oh! History wird übrigens auch immer noch fortgeführt. Ich habe das jetzt ein bisschen pausiert, weil ich andere Dinge zu tun hatte. Aber wir sind immer noch in Entwicklung sozusagen. So, dann haben wir hier Anti-Raigeki aus dem Tournament Pack 3. Die hatte tatsächlich einen ganz immensen Wert. Vor einer Weile, die ging 500 Euro tatsächlich. Das sind Preise, die auch bezahlt wurden. Ich habe höchstpersönlich gesehen, wie Karten dieser Preisklasse über die Ladentheke gegangen sind. Oder, ja, was heißt diese Preisklasse, dass diese Karte zu diesem Preis sozusagen über die Ladentheke gegangen ist. Aber dann kam ja der Reprint in der Legendary Collection Kyber, ein Secret Rare. Und dann ist die natürlich sofort gedroppt, zuerst auf 250 direkt runter und mittlerweile liegt sie so bei 120. Hat aber schon wieder einen Anstieg erlebt, denn die war mal bei glatt 100, das heißt, sie ist wieder um 20 Euro gestiegen. Die Nachfrage ist also immer noch gegeben am Original. Und das ist so eine Karte, die nur tatsächlich relativ wenige Leute auf dem Schirm haben. Es ist erstaunlich, wie wenige Leute diese Karte vor dem Reprint in der Legendary Collection Kyber gekannt haben. Ich kenne tatsächlich aus meinem eigenen Umfeld Leute, die der Meinung waren, dass das eine Karte, die sei vollkommen neu rausgekommen. Ja, ist schon irgendwie niedlich gewesen, aber auf jeden Fall eine schöne Karte und natürlich auch die hier, na, ultra clean, gar keine Frage. Tournament Pack 3 gab es ja, glaube ich, auch, wie das Tournament Pack 2 nur auf Englisch war, allerdings nicht ganz so Shortprint. Die Ultra Rare war, glaube ich, der Nadelwurm, der mittlerweile bei 270 oder 370 Euro liegt. Sehr cool. So, jetzt kommen wir zu ein paar BPT-Karten. Da haben wir hier einen Dark Magician, tatsächlich. Sehr cool. Der geht ja, wenn er nehmend ist, auch so um die 200 Euro tatsächlich. In etwa. Also das ist mit einer der teuersten BPT-Karten überhaupt. Sehr cool. Ja. Einfach wahnsinnig nice. Dark Magician. Es gibt noch den anderen dunklen Magier. In diesem Artwork, wie man ihn auch aus dem Yugi Strutter Deck Evolution hieß es, glaube ich, bekommt, oder Yugi Strutter Deck Evolution. In Secret, der gefällt mir optisch zwar besser als der hier, ist aber kaum was wert. Ich glaube, der geht 10 oder 15 Euro plus. Da ist der hier schon wesentlich mehr wert. Und er ist natürlich das klassischere Artwork, sage ich mal. Sehr cool an der Stelle. Und das bringt uns zur letzten BPT-Karte dieser Sendung. Und das ist der Skull Guardian, eine ebenfalls extrem coole Karte, die ist leider ein bisschen miscut, so ganz dezent. Die hat halt unten einen wesentlich breiteren Rand als oben. Links und rechts geht sie eigentlich, ja, die ist halt ein bisschen miscut, aber trotzdem eine sehr schöne Karte. Skull Guardian, sage ich schon, wie komme ich denn auf Skull Guardian? Summoned Skull heißt der. Skull Guardian wahrscheinlich deswegen, weil ich unbedingt einen Skull Guardian ranholen möchte. Erneut sozusagen vom lieben Michael, aber der will mir seine ein oder zwei, die hat nicht abgeben leider. Noch nicht, also irgendwann kriegst du safe, das weiß ich, aber ich will sie jetzt haben. Auf jeden Fall, coole Karte. In Secret Rare macht die Karte unglaublich was her und wir kümmern uns jetzt erstmal um die Ultimate Rares, die hier noch am Schlüssel sind. Ja, Ultimates hatten wir tatsächlich auch einige mit am Start. Wir hatten hier zweimal den Chaosdrache Leviania, den habe ich von zwei unterschiedlichen Personen aus dieser WhatsApp-Trading-Gruppe getauscht, beziehungsweise gekauft. Ich glaube, irgendwie 30 Euro habe ich das Stück bezahlt. Sehr cool hier aus dem OTS Tournament Pack 12. Ich habe auch noch das Original in Ultimate Rare aus Dark Neostorm oder was? Ne, aus Soul Fusion muss es gewesen sein. Ja, gab's nicht bei uns. Gibt keine Ultimate Rares in dem Set. Alle dürfen natürlich wissen, dass ich damit die japanische Version meinte und die werde ich natürlich auch nicht abgeben, da sie halt einfach aus dem Original Set kommt. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Legen wir mal eine weg und gucken uns eine mal genauer an. Ich muss sagen, der Ultimate Print heutzutage ist halt einfach wunderschön und Chaosdrache Leviania ist tatsächlich eine der schönsten Drachenmonsterkarten, wenn nicht gar die schönste Drachenmonsterkarte, die Konami tatsächlich jemals auf den Weg gebracht hat. Und ja, ich finde tatsächlich, Chaosdrache Leviania ist schöner als der Chaos Imperator Drache. Man muss es mittlerweile einfach sagen, es ist so ein edles Artwork. Es sieht auch so dunkel und böse aus. Das Alternative gefällt mir jetzt nicht so sehr. Ich finde es jetzt nicht hässlich, aber ich finde es halt auch nicht so schön wie halt den hier. Aber es ist einfach unglaublich cool, was Konami sich da wieder erbrütet hat, sage ich mal. So könnten tatsächlich öfter mal die Artworks sein. Also es gefällt mir extrem gut. Eine sehr, sehr schöne Karte, auch mit einem nicht zu unterschätzenden Wert. Dann haben wir hier Kurats, der Lichtmonarch. Deshalb lustig, weil Kurats offensichtlich in irgendeiner Sprache, keine Ahnung, was iranisch oder albanisch, keine Ahnung, irgendwie heißt das auf jeden Fall irgendwo Penis. Und wurde mir mal zugetragen, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. So. Trotzdem, coole Karte, 30 Euro wert in etwa. Die kam jetzt erst neulich an, auch vom lieben Michael, genauso wie der BPT Magician und die meisten Ultimate Rares, die wir hier sehen werden. Sehr cool, Kurats, der Lichtmonarch. Einfach eine schöne Karte, schönes helles Artwork. Gefällt mir sehr, sehr gut.
und auch nur der Hintergrund des Ultimate Rare geprintet, das Monster halt komplett kamen so. Finde ich echt cool, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich finde sowieso Karten, die nicht komplett Holos sind, sondern wo halt nur so eine Partie glitzert, finde ich halt mega nice. Allerdings kann man es auch übertreiben, Hymnesplage Norella sind super rare, kennst du gar nicht als Holo, weil da bloß diese roten Boppel auf der Rüstung von dem Ding glitzern. Voll witzig. Sondern hier zweimal den Dark Rebellion Xyz Dragon. Den haben wir hier jetzt einmal in einem europäischen Englisch-Print und einmal in einem Ami-Print. Ja, der Ami-Print ist natürlich todeshässlich, ja, also Ami ist halt wirklich kacke von der Qualität her, ganz egal worum es geht. Da kommen wir dann später noch zu einer Karte, wo ich mich ein bisschen drüber auslassen werde. Das hier ist der Euro-Print, der sieht schon wesentlich besser aus. Beide, oh, ich weiß gar nicht, wie viel kosten die denn aktuell? Oh, ich habe keine Ahnung. Muss ich mal später nachgucken, aber ich glaube so 18, 15 Euro, irgendwie sowas habe ich da noch im Kopf von meinen letzten Exemplaren, die ich gekauft habe. Sehr cool auf jeden Fall, zwei Dark Rebellion Xyz Dragon. Also ich bin wirklich ein unglaublicher Fan dieser Karte, mega nice, vor allem jetzt mit Phantom Rage, was wir ja auch hier im Bild stehen haben, ist ja dieses Thema wieder so ein bisschen aufgeflammt. Jetzt kriegen wir als nächstes Blazing Vortex, heißt das Set, glaube ich. Also wir kriegen tatsächlich, jetzt habe ich das Gefühl, mit jedem Set so in so eine Art Reise in die Vergangenheit, was so die Themen angeht. Ich meine, hier haben wir jetzt tatsächlich Yugis Zeit, das ist jetzt die Xyz Zeit, das nächste ist halt eher so GX mit dem bewaffneten Drachen und so. Also ist schon eine coole Idee eigentlich, aber ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Innovation. So, hiervon habe ich eigentlich drei bekommen. Eine war aber nicht zu gebrauchen, weil die oben beschädigt war. Die beiden sind okay. Dann haben wir hier den Photonfalter in Ultimate Rare aus dem Astral Pack 2, also auch schon eine recht alte Ultimate Rare. Eine alte Ultimate Rare, Mann, bin ich lustig. So, auf jeden Fall ein wunderschönes Artwork. Ich glaube, die gibt es abgesehen davon, gab es sie nur als Common oder Rare, auf jeden Fall als irgendwas Low Rare mäßiges. War aber trotzdem eine unglaublich schöne Karte und dieses Farbspiel ist einfach nur wundervoll. Und das, diese krassen bunten Farben und das dann noch kombiniert mit diesem schwarzen, mit diesem schwarzen Kartenlayout einer Xyz-Karte, das sieht einfach so krass aus. Und das Ganze dann noch als Ultimate Rare, einfach Bombe. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Das ist einfach richtig, richtig krass. Dann kommen wir zum Sternritter Ptolemäus in Ultimate Rare aus. Oh Gott, was war denn Cross nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Set hieß. Es ist traurig. So, nur nochmal raus, den Burschen. Und ihr seht auch, der ist tatsächlich in einem hervorglänzenden Zustand. Sehr cool. Ich finde, was ich bei dem Monster halt auch so cool finde, sind diese Regenbogenfarben in den Flügeln. Die sind so ein bisschen dezent gesetzt. Man erkennt sie nicht sofort. Man muss halt wirklich darauf achten, damit einem das so auffällt. Ne? Also bei mir ist das zumindest so. Aber ich muss sagen, ich finde dieses Artwork einfach unglaublich erstaunlich auch. Also ich finde es mega cool. Mega, mega cool. Und die ist mittlerweile auch, glaube ich, ein bisschen was wert. Sehr cool auf jeden Fall. Nehme ich gerne mit. Und das bringt uns zu einer Alte, die wir hier schon lange nicht mehr gesehen haben, und zwar dem Glasflügel Synchro-Drache. First Edition, auch eine sehr, sehr coole Karte. Auch aus Cross. Ich weiß nicht, wie dieses dämliche Set ist. Wie hieß es denn? Ach, ihr werdet es mir sicher in die Kommentare schreiben, ihr seid da ganz schlau. Gibt es natürlich auch als Ghost Rare, ich persönlich finde sie als Secret und als Ultimate Rare wesentlich besser. Warum? Nicht, weil Ghost hässlich wäre, aber bei der Ghost Rare ist natürlich die Farbe nicht so wirklich da. Und ich finde halt wirklich, dass diese Karte sehr von der Farbe lebt, also von diesem Zebra-Streifen-Schweif hier und von diesen giftgrünen Flügelelementen. Das sieht einfach wunderschön aus. Das kommt bei der Ghost Rare leider nicht so rüber, aber bei der Ultimate und bei der Secret Rare kriegt man das extrem mit. Da macht das wirklich was her. Das sieht unglaublich schön aus und auch die nehme ich gerne mit. Die haben wir schon ewig nicht mehr in den Neuzugänge-Folgen gesehen. Ich glaube, das letzte Mal, was wir die gesehen haben, ist 3 Jahre oder so her. Richtig, richtig heftig. Und das bringt uns zu einer Karte, die wir tatsächlich noch nie in den Neuzugänge-Folgen gesehen haben. Zumindest nicht in Ultimate Rare. Und das ist der schwarzglänzende Soldat, Supersoldat. Ihr wisst ja, dass ich normalerweise Karten habe, die ich sag jetzt mal, nicht in den Videos zeige. Dazu zählen zum Beispiel teure Preiskarten etc. Aber auch andere Karten, die ich mir einfach für die Ausstellung vorbehalten möchte. Dazu zählt zum Beispiel auch diese magische Lampe aus SP 1 oder 2, die ist nicht viel wert, aber man sieht sie halt recht selten. Und den Supersoldaten hatte ich eigentlich ebenfalls auf diese Liste gesetzt. Den habe ich jetzt aber runtergenommen, also die werden wir in Zukunft öfter sehen. Das ist tatsächlich mein erstes Unlimited-Exemplar. Ich habe den ansonsten nur First Edition. Dementsprechend bin ich ganz froh, dass ich jetzt hier mal was Unlimited da habe. Denn ihr wisst ja, ich sammle gerne so, dass es halt recht ausgeglichen ist. Ich werde mir auch noch mehrere davon besorgen müssen. Das ist auf jeden Fall nach dem
Standard BLS und nach diesem Link BLS, dieser Chaos Soldat, ist das mein absolutes Lieblingsmonster von denen, weil der einfach Bombe aussieht, mega cool. Danach kommt dieser heilige Soldat und naja, diese und der Abenddämmerungs, also dieser Envoy of the Schlag mich tot, ihr wisst schon, der, wo in der Jump rausgekommen ist und dann im Astral-Pack gereprintet wurde und jetzt auch in Toon Chaos eine Rare geworden ist, den finde ich halt auch mega nice. Allerdings ist der extrem detailreich gezeichnet, so ein bisschen overdesigned. So. Gut, vom Supersoldaten zum Meister von Oz, First Edition aus Soul of the Duelist, ist auch eine 50-Euro-Karte in etwa und auch diese Karte ist natürlich, wie soll es auch anders sein, absolut clean. Hier oben hat sie einen ganz kleinen Dreckfleck, den muss ich noch wegmachen. Ne? Also da muss nochmal gereinigt werden hier oben. Aber ansonsten ist diese Karte tatsächlich absolut clean. First Edition habe ich auch schon eine Weile hier liegen. Mittlerweile auch richtig selten, die in einem guten Zustand zu bekommen. Speziell Soul of the Duelist und Rise of the Duelist Karten sind, was Altis angeht, sehr anfällig für Whitening an der Seite. Also die waren von der Pappe her tatsächlich nicht besonders gut. Wenn ihr mal die Karten vergleicht, das müsst ihr aber allerdings machen, wenn ihr wirklich zwei unterschiedliche Karten nebeneinander haltet, dann merkt ihr, dass die Pappe auch irgendwie ein bisschen billiger wirkt. Sie wirkt ein bisschen dünner so. Also aber trotzdem sehr cool auf jeden Fall. Damals war die Stanzung natürlich noch nicht so toll, aber auch den nehmen wir gerne mit. Sehr schön zum Ansehen. Ach, den möchte ich mir hier oben hinstellen. So, wir brauchen doch einen kleinen Boxer hier, der auf uns aufpasst. So, dann kommen wir zum Odais Vortex Dragon. Hier ist es so, dass ich ein Placebo genommen habe, denn ich habe den Originalen, den ich hier mit in die Sammlung bekommen habe, habe ich schon weggeräumt sozusagen, meine Privatsammlung, denn der hatte hier oben einen weißen Punkt, den meiner jetzt hier natürlich nicht hat. Der ist aus meiner Collection, der war aber auch Englisch und auch First Edition und natürlich dementsprechend auch Nearmint, also ist es quasi kupft wie Kechtel, ob ich jetzt den nehme oder den, der schon in meiner Sammlung verstaut wurde. Den hatte ich nämlich gerade noch rumliegen und ich wollte jetzt den anderen nicht nochmal rauskramen. Sehr cool auf jeden Fall, Odais Vortex Dragon, eine unglaublich schöne Karte. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der, nicht so der Odais-Fan, aber es gibt schon ein paar coole Sachen, der ist aus Docs, also Dimension of Chaos war das, glaube ich, sehr cool. Gibt es dann, glaube ich, auch noch ein Secret Rare, aber ein Ultimate Rare macht er natürlich am meisten her, auch durch dieses Muster mit diesen Kurven hier oben drin, das sieht halt auch mega, mega cool aus. Wert habe ich jetzt gerade leider auch nicht im Kopf. Auch wenn ich erst nachgesehen habe gestern, aber es war spät nachts. Und dann haben wir hier noch eine Random Ultimate Rare im Wert von ungefähr 3 Euro. Magische Explosion aus Cybernetic Revelation. Damals zu dem Zeitpunkt wurde ja alles mit Ultimate Rares vollgeschissen. Also jede Super Rare, jede Ultra Rare und jede Rare hatte, glaube ich, einen Ultimate Rare Print. Und dementsprechend gab es halt teilweise mehr Ultimate Rares in einem Set als Supers oder Ultras. Das ist halt richtig, richtig heftig. Und das bringt uns zu den Mattel Action Figure Promo Karten. Ja, meine Freunde, was sind jetzt diese Mattel Action Figure Promo Karten? Das sind Karten, die es in sich haben, sag ich mal. Die sind nämlich extrem teuer, sehen aber gleichzeitig nach nichts aus. Ja, also die sehen aus wie Bulk, ja, und nicht wie was besonders Wertvolles. Aber ich sage nur Elemental Bubble Man und Elemental Burstinatrix, 2.000 und 3.000 Euro wert. Ist ein bisschen teuer, also zumindest ist das der aktuelle Marktwert. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, hoppla, einen Water Dragon. Der ist auf Market aktuell viermal verfügbar. Einmal aus Deutschland für 800 Euro. Das ist natürlich vollkommen übertrieben. Die anderen sind alle um den 50 Euro Bereich. Und man sieht das jetzt hier nicht, aber die ist Parallel Rare. Also quasi wie halt bei der Hobby League auch. Ihr seht auch, die hat hier so eine ganz glossy Schicht drüber. Vielleicht kann man es hier ein bisschen einfangen. Das gestaltet sich aber doch ein bisschen schwierig. Ah, hier seht ihr es vielleicht. Also die ist wie gesagt so Normal Parallel Rare. Hat ansonsten aber tatsächlich überhaupt keinerlei Holo-Effekt. Also ansonsten ist sie wirklich common. Das ist einfach eine normal Parallel Rare ohne großartigen Holo-Effekt. Aber sie ist halt trotzdem verdammt wertvoll. Dann geht es weiter mit Elemental Wild Edge. Der geht, glaube ich, auch irgendwie 50 bis 70 Euro oder so. Also die sind alle in den gleichen Raritäten. Die waren eben den Actionfiguren als Promokarten beigelegt. Und die seltensten sind eben Burstinatrix und der Bubble Man. Und dann gibt es noch den Cyberdrachen, von dem weiß nicht mal jemand, ob es den überhaupt gibt. Das ist immer noch umstritten, offensichtlich, habe ich mitbekommen. Ich könnte schwören, dass ich ein Playset davon rumliegen habe, aber nachdem ich das gehört habe, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das nicht vielleicht irgendwie aus einem anderen Set oder so ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier einen Wild Edge, dann haben wir hier will ich ein bisschen schneller drüber gehen, weil es halt optisch jetzt nichts Großartiges ist. Dann haben wir hier zweimal Elemental Tempest, die gehen, glaube ich, 77 Euro das Stück. Also auch recht wertvoll. Ich denke halt mal, so die Karten, die werden halt nicht so gefragt sein auf dem Markt und auch nicht bei Sammlern, einfach weil sie halt auch noch nichts aussehen. Wenn du die in den Binder steckst, dann sieht es halt aus wie, keine Ahnung,
eine Kamme, die du da reingehauen hast. Also das ist halt wirklich, optisch ist hier nichts zu holen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so vom Holo-Effekt her ist das halt ein absolutes Trauerspiel. Dann nochmal hier mit, ich glaube, ungefähr 30 Euro wert das Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 27 Euro haben wir hier den Thunder Giant 5-mal. Also auch ja so um die 150 Euro, die 5 hier zusammen. Oder 30, 60, 90, 120, 150 und dann ziehen wir halt noch 15 ab, also so 135 Euro wert in etwa. Ja, ist also nicht die Welt. Die ist also noch eher eine der bezahlbareren Promos, aber trotzdem sehr cool an der Stelle. Wie gesagt, ich finde die Karten halt aufgrund ihrer Geschichte und aufgrund ihrer, ich sag mal, Herkunft mega nice, aber so vom Effekt her, ich weiß nicht, unter hartem Licht glitzern halt diese Parallelstreifen extrem, aber das war's dann auch. Und hier der Cyber End Dragon Playset, der geht glaube ich auch so 60, 70 Euro, 50 Euro, irgendwie sowas um den Dreh, das Stück. Ja, was soll man dazu groß sagen? Den hat man mir mal vor einer Weile schon mal angeboten. Damals hatte ich keine so rechte Lust auf den, weil ich habe auch schon ein paar von denen. Und ja, jetzt vor ein paar Wochen war ich halt mal ein bisschen flüssiger und dann hat man mir den wieder angeboten. Da habe ich gesagt, komm, nimmst du den mit, was ist schon groß dabei? Dark Paladin aus DMG. Eine extrem schöne Karte, die ich tatsächlich schon mal einmal als Abo-Spende bekommen habe. OVP sogar. Mega, mega cool. Soll jetzt aber nichts zur Sache tun. Das ist auf jeden Fall auch eine unglaublich schöne Karte. Und die ist auch ziemlich im Wert gestiegen. Damals ging die so 20, dann ist sie 40 gegangen. Jetzt hat sie, glaube ich, den Sprung auf die 60 Euro geschafft. Eine wunderschöne Karte. Also sieht halt wirklich, wirklich toll aus, das Ding. Sehr cool. Also das ist auch so mein Lieblingsartwork. Den gibt es ja aus Magician's Force in dieser Variante. Aber so in Secret Rare, in dem Artwork, ist es einfach die geilste Karte ever. Also von diesem ganzen Dark Paladin, von diesem ganzen Dark Magician Thema meine ich, ist das tatsächlich meine absolute Lieblingskarte in diesem Artwork. Einfach unglaublich schön und die in Ultimate Rare zu sehen, wäre halt auch mega nice. Es gibt ja einen Paladin aus Japan in Ultimate Rare, das war so dieses Corrected Art. Die habe ich auch ein paar Mal da, ist auch sehr teuer, aber die hier in Ultimate Rare, die würde ich tatsächlich echt mal gerne sehen. Wir haben jetzt hier im Allgemeinen so ein paar Holos, sage ich mal, gemischter Natur, ein paar ältere, wie zum Beispiel hier Finsterlord Zeratu, der geht aber auch bloß zwischen 10 und 13 Euro oder so, aus Phantom Darkness, ja, auch eine coole Karte, hat er dann in Destiny Soldier einen Super Rare Reprint bekommen oder so, in Gold Rare gibt es den natürlich auch, das Original in Secret ist natürlich die schönste meiner Meinung nach. Ob die jetzt noch großartig im Wert steigen wird, also ich denke mal in nächster Zeit nicht, vielleicht in fernerer Zukunft mal, aber dass die so billig ist, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Also auch eine sehr, sehr coole Karte an der Stelle. Jetzt kommen wir zu ein paar echten Klassikern in First Edition. Wir haben ja zum einen den keltischen Wächter First Edition und ihr seht halt auch ultra clean, also so wie es sein soll. Deutsch geht glaube ich so um die 50 Euro aktuell. Also das sind schon wirklich seltene Klassiker in dem Zustand vor allen Dingen. Also da die so zu finden in dem Zustand ist wirklich ein harter Brocken. Also nicht einfach, sage ich mal, nicht einfach. Dann machen wir weiter mit der mystischen Elfe, die es glaube ich gerade gar nicht in Market gibt. Die es auf Market gerade gar nicht gibt, Deutsch First Edition. Also weder Verkäuferstandort Deutschland noch irgendwo anders. Also habe ich jetzt keine gefunden, aber ich glaube, ich habe so 23 Euro für die Karte bezahlt oder 25, irgendwie sowas. Auf jeden Fall auch ein absoluter Klassiker und irgendwie gehören die beiden so für mich zusammen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kombiniere die irgendwie immer in meinem Kopf. Für mich sind die so ein Team sozusagen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, mystische Elfe, sehr schön. Natürlich auch hier, kann man mal sehen. Absolut cool, absolut glossy, wenn man so möchte. Absolut schön gemacht. Das waren noch Zeiten, wo die Karten einfach designt waren, wo das Auge nicht so überanstrengend war. Dann haben wir hier eine Asura Priest First Edition aus Legacy of Darkness, war das glaube ich, LOD. Die gab es ja nie auf Deutsch, also die kam in Deutschland niemals raus. Geht glaube ich auch, also die ist ein bisschen teurer, die geht glaube ich so 15, 20 Euro in etwa. Ich glaube, ich habe aber sogar 30 bezahlt. Da war ich wohl ein bisschen drüber, da habe ich ein bisschen drauf bezahlt. Aber trotzdem eine sehr coole Karte, die auch Potenzial hat, noch im Wert zu steigen. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie im Gold-Format spielt oder so. Oder ob die gerade bei Sammlern recht beliebt ist, aber die ist auf jeden Fall, die kriegt man auch immer weg, wenn man die verkauft. Das ist aber auch eine sehr schöne Karte und ich finde halt auch, das Artwork ist ultra krass. Und eine Karte, wo ich noch ein bisschen mehr drauf gezahlt habe, war die hier. Das ist der Gerfried Eisenritter First Edition, der geht so um die 5 Euro. Ich habe halt 10 bezahlt und da oben ist schon wieder direkt drin. Halber zeigt diese Höhen. Aus Forest Servant First Edition, aber halt auch absolut clean, absolut glossy und ja, so in dem Zustand eigentlich kaum noch zu finden. Also die Karten, die ich hier gesehen habe, die sind ja nicht mehr in Yemen, die sind wirklich mint, also die sind wie Pack Fresh, ja. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, 18 oder 20 Jahre ist das jetzt her, dass das Set rauskam und da
das in dem Zustand herzukriegen nach all der Zeit ist halt wirklich nicht einfach. Auf jeden Fall sehr cool. Das macht uns dann oder bringt uns dann zu einer Unlimited-Karte aus alten Zeiten und zwar den Torwächter. Den habe ich halt mitgenommen. Der geht, glaube ich, so ein 20 Unlimited aus Metal Raiders, auch in einem hervorragenden Zustand. Na klar, in Unlimited sind sie natürlich noch ein bisschen leichter in einem guten Zustand zu finden. Gefällt mir aber sehr gut, ist eine schöne Karte. Was soll man großartig dazu sagen? Also es ist halt einfach eine tolle Sache. Ne? Wunderschön. Nehme ich auch gerne mit. Und dann haben wir hier noch eine Exodia Necros. Das Besondere daran ist, dass sie halt deutsch ist. Dark Crisis kam bei uns auch auf den Markt, allerdings nur Unlimited. Es gibt keine deutschen First Edition Kopien. Genauso wie bei Invasion of Chaos. Und das ist halt das, was das Ganze so besonders macht. Sie ist zwar nicht First Edition, aber sie ist deutsch. Und genauso wie zum Beispiel den Chaos Emperor Dragon, findet man die Exodia Necros in Deutsch gar nicht mehr so oft im Verhältnis zu den englischen Kopien, auch im Verhältnis zu den englischen First Kopien. Die geht so 50 bis 55 Euro und ist natürlich auch unglaublich clean. Na, wunderschön. Aus Dark Crisis würde ich auch gerne mal selber ziehen. Und ich finde diese Kombination in Artworks aus Schwarz und Giftgrün finde ich mega nice. Deswegen gefällt mir natürlich auch der Dark Paladin so gut in dem einen Artwork, weil da diese Farbkombination halt auch vorkommt. Sehr schön auf jeden Fall. Eine meiner Lieblings-Exodia-Karten überhaupt. Aus der Master Collection gefällt sie mir vielleicht noch ein Stück besser. Jetzt haben wir ja einen Cyber End Dragon. Das Besondere an dem hier ist das Set, aus dem er kommt. Der kommt nämlich aus Dark Revelation 4. Dark Revelation 4 war ja auch, ich glaube, USA-exklusiv sozusagen. Also die gab es halt nur auf Englisch und die waren halt recht short-printed. Also dieses Set war tatsächlich nicht besonders oft zu kriegen. So, das war das Toon Chaos der damaligen Zeit mit First Edition sozusagen. Ne? Sehr coole Sache auf jeden Fall. Viele, viele Karten aus diesem Set gehen halt extrem viel. Ich habe zum Beispiel auch einen Uria aus dem Set und ja, wir wissen alle, was der geht im Verhältnis zur Ultra Rare Kopie aus Shadows of Infinity und hier ist das genauso. Die Cybernetic Revelation Kopie ist halt wirklich billo im Gegensatz zu der hier. Ein absolutes Sammlerstück und natürlich vom Finish her halbwegs gut. Ist halt, ja, ich glaube, Ami müsste es sein. Merkt man halt auch so ein bisschen am Finish. Ja, also die etwas älteren Ami-Karten, die gehen eigentlich noch, nur die moderneren, die finde ich dann halt tatsächlich nicht mehr so schön. Auf jeden Fall Cyber End Dragons, sehr cool an der Stelle. Und ihr seht, das wäre alles in Neuzugänge-Folgen gekommen. Eigentlich, wie viele ich da hätte drehen können, weil ich mache immer 10 verschiedene Karten pro Folge. So, dann haben wir den rotäugigen Weißen, Julian, was ist los mit dir? Dann haben wir den blauäugigen Weißen Drachen, zweimal Unlimited, aber dafür Niemand, sehr schön. Legen wir mal einen weg. Und den schauen wir uns mal an aus SDK. Und ja, der ist tatsächlich Unlimited, auch ungefähr 25 Euro wert, wenn er in diesem Zustand ist, was halt schon richtig heftig ist. Also das ist, ich glaube, mit die teuerste Starter-Deck-Karte, die es gibt. Der Dark Magician in First, glaube ich, auch noch einiges wert, aber Unlimited kaum was. Aber die haut es halt echt raus. Ne? Die geht auch First über 100 Euro. Also das ist schon eine Hausnummer für eine Starter-Deck-Karte. Aber die natürlich in dem Zustand zu finden, ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit fast, also das ist wirklich schwierig. Der habe ich von der lieben Kathi, die hat ja wieder aufgehört mit Yu-Gi-Oh! Leider. Nach einem kurzen Comeback hat sie sich dann doch wieder umentschieden. Aber sehr schön auf jeden Fall, gefällt mir sehr gut und nehme ich natürlich auch gerne mit. So, das bringt mich zu zwei Karten, die ich auch erst letztens bekommen habe und bei denen ich mir recht unsicher bin. Und zwar ist das hier zweimal Gaia Zorniger Ritter Ursprung. Einmal, ich glaube Ami, einmal Deutsch. Und ich habe für beide zusammen, ich glaube, 45 Euro bezahlt. Das ist eigentlich eine Promo, eine dieser Sneak-Promos. Und ich bin mir unsicher. Also die scheint wohl recht wertig zu sein. Ich denke halt auch mal, dass es aufgrund der Tatsache, dass es sich halt um so ein Fan-Favorite-Thema handelt, dass, bei dem es halt um die Karte geht, ist es schon möglich, dass sie irgendwann mal viel wert sein wird oder dass sie gerade viel wert ist. Aber ich weiß nicht, inwiefern dieser Wert hier stabil ist, den ich bezahlt habe. Ich habe es jetzt halt einfach mal bezahlt, auf gut Glück. So, ich denke mir, für die zwei Exemplare ist halt nichts kaputt. Wenn halt der Wert dann doch irgendwann in den Cent-Bereich droppt, habe ich halt 40 Euro Verlust gemacht oder so. Aber mein Gott, was soll's, ist auf jeden Fall eine wunderschöne Karte. Die Ami hat, glaube ich, 30 gekostet und die Deutsche 15 oder so. Die Ami ist tatsächlich gar nicht für mich. Ja, die ist tatsächlich für einen Freund von mir, den habe ich für den gekauft. Die hier ist halt für mich, weil ich wollte jetzt keine 30 für eine Ami zahlen. Aber ich zeige sie halt trotzdem einfach mal in der Folge, auch wenn sie nicht lange bei mir bleiben wird. Sehr cool auf jeden Fall. Sehr schön, auch gerne mitgenommen. Und das bringt uns zu der Karte Metal Sower oder Metall Sower.
aus TFK, wert in etwa 25 Euro und natürlich auch vollkommen clean. Es gibt ja dann noch den normalen Sauer, der gefällt mir optisch tatsächlich ein bisschen besser, den habe ich jetzt heute nicht dabei, aber auch eine sehr schöne Karte, auch von Michael, einfach mal mitgenommen. Sehr coole Karte auf jeden Fall, ich glaube, die gibt es ansonsten nur irgendwie aus der Legendary Collection oder so. Dann haben wir hier zweimal Green Baboon, Defender of the Forest in Secret Rare aus dem Retro Pack 2. Da gab es ja irgend so eine Special Edition, in der mit dabei war. Die geht jetzt nicht viel, die geht so 3,50 oder so. Also zusammen sind das halt 7 Euro, habe ich halt auch mal mitgenommen. Why not? Das bringt uns zu einem Mirror Force Dragon, den ich auch mitgenommen habe für einen 5er in etwa. Mehr ist der auch nicht wert. Also wenn man bedenkt, dass der damals in Dragons of Legends 2 so viel wert war, Leute, das war halt wirklich unnormal und jetzt ist er halt einfach gar nichts mehr wert, so vollkommen worthless, ne? Auch aufgrund der ganzen Reprints, die er bekommen hat, dann Dragons of Legends 3 und so weiter. Und dann kam er, glaube ich, nochmal ein Kamen oder so raus, schon schade, schade Marmelade, aber Dragons of Legends 2 ist aufgrund dieser Karten, die da drin waren, ist das ein absolutes Kultset, ja, auch mit diesem ganzen Klaue von Hermos und so Zeug. Und es ist halt wirklich schwierig, den ohne Silvering zu finden, denn diese ganze Dragons of Legends Reihe war von der Print-Quali her wirklich unterirdisch. Vor allen Dingen die Super Rares waren schlecht, aber die Secret Rares waren halt auch nicht wirklich gut. Und da bin ich froh, dass ich halt wieder mal so einen cleanen ranbekomme. Aber so auch wunderschön, ihr seht keinen Silvering, gar nichts. Also einfach nur wundervoll, sehr cool. Nehme ich auch gerne mit. Und das führt uns zu einem Playset Kammer Drachenmädchen, die mittlerweile auch gar nicht so von schlechten Eltern sind vom Wert her. Also zunächst mal möchte ich sagen, dass das hier tatsächlich mein Lieblingsdrachenmädchen ist. Einfach auch aufgrund der, hättest du erraten, genau, Farbe. Denn wir haben auch hier wieder dieses Giftgrün mit dem Schwarz und ich leg mal zwei Stück weg. Und es sieht halt einfach wunderschön aus, Leute. Guckt euch das mal an, es ist so unglaublich cool gemacht, dieses Artwork. Ich habe es hier auch von Starlight, vom lieben Tommy. Also unglaublich cool, muss ich sagen. Wunderschön. Gemacht und es geht, glaube ich, auch 27 Euro das Stück oder so. Also ist tatsächlich wohl auch recht spielstark. Aus Eternity Code. Ich hoffe ja tatsächlich, ich habe ja auch noch ein Display Eternity Code hier, dass wenn wir das irgendwann mal in Zukunft aufmachen, dass wir die ziehen werden, weil ich finde sie halt so schön. Ich finde sie halt ohne Witz. Ich finde sie so zum Anbeißen. Ich finde diese ganzen Drachenmädchen sowieso ganz cool. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, aber ich muss sagen, die sind halt wirklich cool. Also die sehen halt wirklich, wirklich, wirklich cool aus. Auch dieses Küchendrachenmädchen und so. Sehr schöne Karten auf jeden Fall. So, dann haben wir hier nochmal aus Soul Fusion den Chaosdrachen Liviane, den wir eben schon bei den Altis gesehen haben, jetzt im Original Print, auch in Secret Rare sieht die Karte wunderschön aus, auch Ultra Rare würde die Karte gut aussehen, oder sieht die Karte gut aus, ich habe sie auch aus Japan in Ultra Rare ein paar Mal, aber Secret und Ultimate Rare ist halt tatsächlich das Beste, die würde mir auch in Ghost Rare, glaube ich, ganz gut gefallen. Wunderschöne Karte, habe ich ja gerade eben schon gesagt, müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Dann haben wir ein Playset, Kröte nicht umwerfend, einmal aus dem Original Set, Invasion Vengeance, und zweimal aus dem Megapack. Die Megapack-Exemplare legen wir mal beiseite. Ja, Kröte nicht umwerfend war ja Support für das ganze Kröten- und Frosch-Thema, ist aber, glaube ich, auch ganz generisch einsetzbar gewesen und ist natürlich eine relativ wertvolle Karte, die immer noch, ich glaube, aus dem Reprint-Set 8 Euro geht und aus dem Original Set 10 oder 9 oder irgendwie so. Vielleicht täusche ich mich da auch, das ist jetzt so ein Bauchwert, aber sehr cool an der Stelle und den Secret wäre halt auch mega nice. Da würde ich mich auch über so einen OTS-Print mal freuen von der, das würde safe cool aussehen, wenn man den hier in Ultimate Rare hätte. Vor allen Dingen mit diesem Farbenspiel, ich finde halt hier den Hintergrund wieder richtig geil. Der ist einfach so schön glossy und so schön hell und so schön bunt und da passt halt einfach wieder dieses Secret Rare extrem gut und das Monster an sich sehr simpel gehalten, also so muss das sein und das Ganze dann wieder mit diesem schwarzen Kartenlayout sieht halt einfach mega cool aus. Ich bin einfach ein Freund von Kontrasten, das muss man einfach so sagen. So, dann haben wir den Tornado-Drachen, der preislich ja komplett gedroppt ist, hier glaube ich ein Zwickel noch, 2 Euro oder so, vollkommen worthless, ne? Aber auch eine sehr, sehr coole Karte an sich, auch in dem Secret Rare, sehr schön. Eine coole Idee gewesen, hier aus Maximum Crisis. Auch die Kartenquali ist halt wirklich gut, der Druck war wieder gut, also sehr cool, gefällt mir auch ausgesprochen gut. Maximum Crisis habe ich leider kein Set da, ich bekomme übrigens jetzt demnächst ein paar Sets, die ich auf jeden Fall aufmachen werde. Soul Fusion ist zum Beispiel dabei. Da ziehen wir vielleicht nochmal Leviania, fände ich cool. Ja, mega cool auf jeden Fall, Tornado Drachen, eine sehr schöne Karte hier auf Deutsch. Der liegt ja schon ewig hier. Also die Karten, die ihr gerade seht, da war ich, glaube ich, noch beim lieben Chris zu Besuch, wo wir dieses Secret Slayers Battle Opening gemacht haben. So, dann haben wir hier was, das richtig hart gedroppt ist, von über 20 Euro auf 6 oder 7 Euro, sign it mining, wegen der ganzen Reprints auch. Also der hatte ja Reprints ohne Ende, das war ja nicht mehr normal.
Ja, so kann das den Wert zerstören. Ist allerdings eine sehr schöne Zauberkarte, muss ich sagen. Ja, finde ich optisch halt wirklich cool. Ich habe mir jetzt auch erst letztens wieder 3 Stück in diese Magnethalter reingehauen. Also echt coole Sache. Ne? Mega nice. Das Artwork passt halt einfach. Ist wunderschön. Stark Neostorm. Ich bekomme übrigens auch ein Savage Strike Display. Vielleicht ziehen wir ja den guten Boy. Ihr wisst schon, den Kaliberlade Wild dran. Dann haben wir hier Beschwörung. Die Karte geht immer noch 17 Euro, obwohl sie schon so viele Reprints hat. Ne? Natürlich hat sie auch einen OTS-Print. Der ist natürlich noch teurer. Aber die hat ja keine Ahnung, wie viele Reprints. Also die hat locker schon 3-4 Prints oder so. Und die, ja, die ist halt so ein bisschen wie Ash. Die droppt halt einfach nicht im Preis. Also, aber ist auch eine coole Karte. Also eine sehr schöne Zauberkarte. Ja, sieht wunderschön aus. Einfach, ja, da braucht man nicht viel zu sagen. Das ist so ein bisschen an Monster Tor angelehnt vom Artwork her. Habe ich das Gefühl, so weiß nicht, ob man das noch wirklich als innovativ bezeichnen kann, aber es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ich finde im Allgemeinen von diesem Thema die ganzen Monster noch, die ganzen Zauber und gibt es überhaupt Fallen? Auf jeden Fall die Zauberkarten, wie zum Beispiel auch magische Schmelzen und so, finde ich mega, mega cool. Und es gibt einfach nichts in diesem Set, das nicht hübsch ist. Also unglaublich cool auf jeden Fall. Und dann haben wir zu guter Letzt noch zweimal ausgeglichener Zweikampf, einmal aus dem Megapack 2018 in Secret Rare und einmal eben hier im Ami wohlgemerkt aus Dupo. Und ja, was soll ich sagen, ich finde Ami Prints halt einfach kacke, also ich finde halt, dass die Qualität nicht gut ist. Ich weiß schon, was den Leuten so gefällt, das ist halt dieses dieses andere Foiling, so, das sieht halt ein bisschen anders aus, aber letztendlich ist es halt, ja, die ganze Karte so von der Quali her, auch wenn man sich so den Rand anguckt und so, es sieht halt einfach billig aus, wie ich finde, so im Verhältnis zu einem Euro-Print. So, und jetzt kommen wir noch zu den Legendary Collection Karten. Wo wir ja gerade mit Ami aufgehört haben, machen wir doch auch gleich mit Ami weiter. Da haben wir hier einen Skull Servant, einen Totenkopfdiener, der in Ami, glaube ich, auch ein 20 oder so wert ist. Die sind ja recht beliebt, das Amis. Ich persönlich, und das ist die einzige Ausnahme, ich bevorzuge bei diesen Legendary Collection Karten auch Ami-Karten, weil sie nicht so anfällig für Beschädigungen sind, also für Silvering an der Seite. Da waren die tatsächlich vom Print her besser als unsere. Und ich meine, amerikanische Karten von ihrer Printqualität zu unterbieten, ist halt wirklich schwierig. Also da hat Konami sich echt Mühe gegeben, bei unseren Karten hier noch schlechter zu machen, auf gut Deutsch. Ami Skull Servant auf jeden Fall mega cool. Ist jetzt auch erst letztens angekommen. Gefällt mir sehr gut. Und da werde ich mir auch noch einige Exemplare von ranholen. Auf jeden Fall. Dann auch noch von der Karte, also auch schon eine Weile bei mir, der Drachenmeisterritter in Super Rare aus der Legendary Collection Yugi's World. Braucht man, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Die schönste Variante dieser Karte ist halt einfach immer noch die aus dem Retro-Pack in Secret Rare. Aber die ist natürlich auch um einiges teurer, die ist ja dreistellig, ich glaube 120 oder so, 127 Euro, das ist die natürlich schon wesentlich bezahlbarer. Das ist tatsächlich die Variante, die ich am wenigsten mag, also abgesehen von der Rare, denn da gefallen mir halt, wie gesagt, die Secret oder die Ultra Rare aus UE02 oder aus dem Duelist Pack Kaiba einfach wesentlich besser. Trotzdem mal mitgenommen, ich glaube, wert so um die 7 Euro oder so, auch nichts. Last but not least haben wir dann die Raigekis noch. Das ist so die letzte Karte, die wir hier sehen. Haben wir 5 Stück an der Zahl. Alle Englisch, 1 Euro Print. Und dann eben hier 4 Ami Prints. Natürlich auch alle, niemand alle von der lieben Karte. Ich glaube, der Euro Print hier, der geht so um die 5 Euro. Die Ami Prints müssten so jeweils um die 7 gehen. Ami Prints sind halt dahingehend beliebter, vor allem bei den Secrets, weil der Secret Rare Effekt halt hier so fein ist. Ich persönlich bin kein Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag lieber diesen etwas gröberen Stil. Wir können es hier auch mal ganz kurz mal nebeneinander halten. Ja, also ich weiß nicht, da finde ich halt unseres schon ein bisschen Effekt krasser als das hier. Speziell beim Port of Greed finde ich den Effekt halt echt furchtbar, weil da kennst du halt fast gar nichts mehr vom Holo-Effekt. Und ja, Baum, würde ich mal behaupten. Ja, meine Freunde, das war's auch schon wieder gewesen. Wir befinden uns am Ende des heutigen Mega-Openings. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal komplett das Mega-Opening durchgeklüppelt, als mehrere Neuzugänge-Folgen draus zu drehen, weil ihr seht, das wären sehr viele Neuzugänge-Folgen gewesen. Ich komme halt so schon kaum hinterher. Dementsprechend habt ihr jetzt hier mal wieder ein schönes, krasses Mega-Opening im vierstelligen Bereich gehabt. 3.000 Euro in etwa. Schon ein bisschen heftig, 3.200, wenn ich richtig gerechnet habe. Und was soll ich sagen? Mega, mega nice. Ne? Ich bin zufrieden, werde das Ganze jetzt verstauen. Und wenn ihr genauso zufrieden wart wie ich mit diesem Opening, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abonnement da. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Mega Opening. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.